Sottele, moin moin und herzlich willkommen hier noch zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Pharao, dem Klassiker. Wir sind hier im nächsten Level, Serabit El Shadim heißt das. Hier müssen wir mal kein Monument bauen, wir haben ja letzte Folge erst eins gebaut. Wir müssen einfach nur, was war's, ich glaube 80 Königwertswertungen, Königreichswertungen hier, wie heißt das Ding? So, irgendwo hier, ne, genau, Königreichwertung, 80 und 2000 Leute haben, ja, das ist alles, was wir hier brauchen. Aber wir sehen schon, wir haben hier Mauer. Wir werden wohl sehr oft angegriffen werden. Erstmal gucken wir natürlich wieder, was wir hier alles kaufen und verkaufen können. Die kaufen schon Edelsteine und Schmuck. Das ist perfekt. Die könnten wir eigentlich direkt nehmen als erstes. So, weil das können wir hier machen. Habe ich schon nachgeguckt. Man sieht es hier. Edelsteinmine, Juwelier. Perfekt. Und natürlich Soldaten. Ne? Soldaten, Soldaten und nochmal Soldaten. Kupfer können wir auch machen. Können wir die hier irgendwo dran bauen? Nein, nur hier, ne? Und hier außen halt. Wir müssen mal gucken, wo wir überall das Zeug bauen können. Hier oben irgendwo? Nein. Da auch nirgends. Überall nur bei den gelben Pünktchen, ne? Hier sind ein paar gelbe Pünktchen. Hier ist gar nichts. Hier sind ein paar. Ich meine, Kupfer brauchen wir nicht so viel. Hier sind einige. Da könnte man auch dran kommen. Das war es schon, ne? Also so viel gibt es davon jetzt nicht. Aber das werden wir schon hinkriegen. Dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir haben ja da den Händler gebaut. Das heißt, wir werden hier jetzt Warenlager bauen. Wir brauchen ja... Eins reicht für Kupfer und Waffen, würde ich sagen. So, und dann brauchen wir die hier für... Nichts annehmen. Da kommt jetzt rein Waffen. Alles annehmen. Aber bis Hälfte. Kupfer. Alles annehmen bis Hälfte. So, und dann können wir jetzt bei den nächsten gucken. Die kriegen dann jetzt halt hier Schmuck. Annehmen. Und die Edelsteine. Annehmen. Wunderbar. So, das heißt... Wir machen jetzt Folgendes hin, und zwar Kupfer. Wie oft kriegen wir Kupfer hier hin? 1, 2, 3, sage ich jetzt mal. Und der Rest wird Edelsteine. Dann können wir damit nämlich gut haushalten. Okay, hier dürfen die nicht hin. Da müssen wir jetzt die Straße wieder hier lang machen. So, 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 so. Hier lang. Hier hoch. Und natürlich wieder, wie immer, das Allerwichtigste, Architekten und unsere Feuerwehr, damit hier nichts brennt, damit nichts zusammenkracht. Ne? Also, das wäre dann schon so unsere Industrie. Könnten wir direkt die Waffenschmiede hier neben machen. So, hier haben wir Juweliere, könnten wir auch. 1, 2, 3, 4, das sollte erstmal reichen. Gucken wir mal. Warum ist hier so eine Statue hingebaut, wenn ich fragen darf? Reiß die mal ab. 1, 2, 3, 4, 5 heißt, hier würde der lang gehen. So. Dahin. Bitteschön. Dann können wir den hier auch gerade machen. Das hier leer machen. So. Einmal eine Zisterne hier hin. Dahin geht das hier auch noch hin. Da kriegen wir auch noch eine hin. Passt. Wir brauchen einen Arzt, wir brauchen einen Apotheker, auch hier brauchen wir wieder Feuerwehr und Architekten und vor allem Polizei. Wir brauchen von jedem Tempel eins, würde ich mal sagen, erstmal für den Anfang. So, und da, oder wie er heißt, kriegt auch noch einen hier hin. Haben wir das. Was fehlt jetzt noch? Ein Bazar, die brauchen ja was zu essen. Machen wir einen dahin. Machen wir einen hier hin. So, müsste reichen erstmal. Oder haben wir noch irgendwas Gravierendes vergessen? Gerade überlegen. Essen. Das kriegen wir hier hinten hin. 1, 2, 3. Und natürlich ein Silo. Bitteschön. Auch die wieder. Architekt und Feuerwehr. Das ist nämlich das einzigste Essen, was wir haben. Die drei Strauße da. Sonst ist hier nix. Aber wirklich gar nix. Ja, das ist... Das ist echt übel. Mal gucken, wie weit wir jetzt damit kommen. Wir haben nur 11.000 Deben. Da könnten wir eigentlich direkt anfangen. Können wir...
Kann ich eigentlich die Straße hier durchbauen oder sagt er mir dann nein? Ah, er will sie drumherum bauen. Okay. Kann ich anscheinend nicht. Die Straße hier, geht die hier durch? Die geht hier durch. Das ist super. Dann mach mal. Und die von hier aus noch so. Dann können wir hier nämlich direkt unsere Forts dran bauen. So, eins, zwei. Gucken wir mal, wie das so ist. Der Drillplatz, der kommt hier hin. Und dann können wir mal das hier erstmal zumachen. Können wir hier auch wieder unsere üblichen Verdächtigen hinsetzen. Immer wichtig, immer wichtig, dass wir die hier hinsetzen. So, die sind dran. Ich will das gerne abreißen hier. Die Straße kann erstmal weg. Wieso habe ich da zweimal denselben hingesetzt, wenn ich fragen darf? Ist doch Blödsinn. Das ist doch Blödsinn. So, machen wir schneller. Kommen hier Leute. Da unten ist der Händler. So, von wo kommen denn die Leute? Kommen hier überhaupt Leute? Das ist die andere Frage. Würde mich mal interessieren. Nee, hier kommen keine Leute, wenn wir keine Häuser setzen, wir Experten. So, jetzt aber. Jetzt müssten die ja kommen hier durch, ne? Da kommen sie. So, machen wir was schneller. Gucken wir mal, ob das reicht. Ich bin gespannt. Arbeiterlager brauchen wir gerade nicht hier. So, mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie ein paar... Ah, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist der... Können wir direkt hier hinten hin machen. Machen wir einfach hier so rein. Mitten rein, was soll's. Da kommt jetzt der Festplatz hin. So. Zack, ihr müsst alle in die Minen hier. Jawohl. Aber wir brauchen 90 zusätzliche. Das heißt, wir brauchen mehr Leute. Aber da kommen schon wieder welche. Warten wir erstmal. Weil die Gebäude werden ja auch größer, ne? Wie blöden, die armen Strauße, ey. Das tut mir immer so leid, wie sie die da einfach abknallen die ganze Zeit. So, bitteschön. Kupfer haben wir, Waffen haben wir. Aha, wird den nächsten Feind niederstrecken. Das gefällt mir. Weberei und Juweliere voll hier. Auch super. Sehr gut. Leider haben wir keine Goldminen. Das wäre wieder sehr, sehr gut gewesen. Aber das kriegen wir schon hin. Können wir nämlich jetzt direkt zu den... Handelsaufsehern gehen und sagen, wo ist es? Exportieren, exportieren, aber beides erst über 1600. So, dass wir immer die Hälfte voll haben und wir auch dem Pharao das schicken können, was er haben möchte. Der wird nämlich garantiert mit Forderungen kommen. Sonst kriegen wir ja unsere Königreichwertung nicht hoch. So, das heißt, das läuft. Kupfer ohne Ende, keiner weiß wohin damit. Sehr gut. Haha, perfekt. Er hat unser Lager erfüllt. Schreine noch. Von jedem einen hier. Ich vergesse immer die Schreine, die kleinen. Leider. Mal gucken, wie lange das Level hier dauert. Ich bin gespannt. So, weil eigentlich hört es sich nicht so schwer an. Zwar schon 900 Leute. Arbeitslosigkeit 30%. So, Dankeschön. Dankeschön. Jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Anerkennen. Okay. Ach, guck, er will ja schon Kupfer haben. Heißt, hier so ein bisschen. Wir drücken gerade Pause, sonst komme ich nicht dazu. So, hier lang. Bis hierhin, so würde ich sagen. Dann können wir da schon die nächsten Leute reinpacken. Müsste passen dann. So, diesen. Vielleicht können wir hier eine Brücke bauen. Das wäre natürlich. Können wir bestimmt. Dankeschön, Dankeschön. Da kamen schon die ersten Gegner, ne? Gut, dass wir es direkt aufgebaut haben. Da könnte man eine bauen. Hier ist es ein bisschen weit. Da kann man auch eine bauen. Dann kann man das hier so durchziehen. Dann geht das was schneller. So. Und so. Bitteschön. Jonglierschule und so könnte man hier reinbauen. Bauen wir die mal lieber hier hin.
So, sehr gut. Aha, hier wird exportiert kräftig, das gefällt mir. In 12 Monaten greifen sie an. Oh nein. Lass mal gucken, sehen wir die hier irgendwo? Nope. Kauft denn sonst noch wer hier? Die kaufen Papyrus, okay. So, die kaufen auch Edelsteine und Schmuck, da könnten wir eigentlich auch direkt hin. Und die verkaufen Schilf, das ist super. So, auf, dann machen wir das hier. Und das hier, weil die kaufen Papyrus. Dann können wir auch noch direkt Schilf einsammeln. Und die kaufen Kupfer, Papyrus, Lein, Bier. Komm, gib auch her. Dann haben wir sie wieder alle. Weil da sind wir ja schon. Also, mit Papyrus können wir auch noch Geld machen. Und wenn wir zu viel Kupfer haben, können wir auch noch was Kupfer verkaufen. Sehr gut. So, was fehlt denen jetzt? Geschirr, ne? Aber die sollen ja gar nicht so hoch werden. Wir haben 42% Arbeitslosigkeit. Das gefällt mir nicht. Das heißt, wir machen jetzt hier noch Bazar hin. Wir machen hier noch ein bisschen Wasser hin. So, ach, der Bazar muss nochmal weg. Der soll doch nicht auf die Ecke. Da will ich ja Stingens hinmachen. So, der Bazar kann hier hin. Und da unten kannst du noch einen hinmachen. Hier wollen wir ja die Unterhaltung hinmachen, so, ne? Ihre Stadt in einem Jahr erreichen. Nice. So und so. Kann man das machen. Und da oben auf die Ecke können wir noch einen kleinen machen. Bitteschön. Ich hoffe, unsere Soldaten hier, die schaffen das. Ausgebildet werden sie ja. Was? Nein, Reh, auf keinen Fall. Wir tun dich doch nicht. Hilfe, bitte nicht. Was haben wir getan? 42. Eieieiei. Nicht gut. Nicht gut. Wissen wir Bescheid? Tempel des Reh brauchen wir. In 12 Monaten schon wieder. In einem Monat. Also hier kommt irgendwie gefühlt Armee nach Armee nach Armee, ne? So kommt mir das vor. Ich muss sagen, diese Nachrichten auf Dauer nerven sie. Aber okay, wir haben gewonnen. Das ist schon mal gut. So, kann aber auch natürlich sein, dass Ding, 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 Ding immer weiter, weil ich halt auf Schnelllaufen habe. Aber das ist so eine Macke von mir. Das mache ich immer. Ich weiß auch nicht warum. Ah, das ist gut, das ist gut. So, die haben ihr Kupfer bekommen. Jetzt haben wir erstmal... Jetzt will er 1500, bitte was? Vielleicht sollten wir noch ein paar Kupferminen bauen. Wie wär's? Kupfer, Kupfer, nochmal zwei Stück. So. Dann haben wir die hier. Schon wieder zum Kampf. Weiter. Gewonnen. Aber wir werden hier noch zu Kampfmaschinen, du. So, wo waren wir? Machen wir mal was langsamer. Weil wir haben jetzt hier alles da. Wieder unsere Freunde. Architekten. Feuerwehr. Polizei. Das hier, obwohl, da ist schon einer, ne? Lassen wir erstmal. Kommen hier noch zwei rein. Zwei. Bitte nicht drei. So, bis hierhin, bis hierhin. Müsste passen. Machen wir wieder was schneller. Auf anderthalb. Yeah, sehr gut. So, die sind da. 1200 Einwohner. Machen wir wieder schnell. Da gibt's Essen. Passt. Was sagt unsere Wertung hier? Was können wir erfüllen? 47. Okay. So, dann können wir... Ptah. Kann auch noch ein paar Tempel haben hier. Kriegen wir hier irgendwo einen hin? Nope. Läuft hier einer vorbei? Ich tu mal hier einen hinstellen. Schon wieder zum Kampf. Ich sag ja, hier geht's nur Kampf, 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 Kampf. Immer weiter. So, dann stellen wir da einen hin.
Das ist Reh, der hat. Dann kriegen wir noch hier. So. Und so. Passt. Mehr als genug Tempel. Die hier, jetzt kriegen sie Nahrung vom Bazar. Dann passt es ja. Okay, die 2000 Leute haben wir. Wir haben natürlich übelste Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal was machen. So, das kommt dahin. Ich hätte jetzt gerne nochmal hier zwei Warenlager. In eins kommt nichts außer Schilf oder Papyrus hier annehmen. Und ins andere kommt nichts außer Schilf annehmen. Dankeschön. So, Handel. Also wenn man den Dreh einmal bei dem Spiel raus hat, dann ist es eigentlich nicht schwer. Ne? Muss ich mal sagen. So, wir nehmen mal 1600. Papyrus exportieren über 0. Machen wir jetzt erstmal, weil wir selber brauchen das nicht. Wir müssen ja keine große Kulturwertung oder so haben. Wir müssen einfach nur überleben hier. Darum geht's. Guck, in 24 Monaten kommen die nächsten. Und ich würde mal behaupten, die werden immer stärker und stärker. Deswegen mache ich hier nochmal Force hin. So, für die Infanterie kannst du hier hin machen. Dann können wir den nämlich auch wegmachen. Und hierfür. Bitteschön. Haben wir schon zweimal Bogenschützen, zweimal Infanterie, die ausgebildet werden können hier. So, da ist das Schilf da. Ich, Experte, habe natürlich wieder die Buden hier nicht gebaut, ne? Können wir die hinsetzen? Hier. So, dann tun wir zur Sicherheit hier überall nochmal jeweils einen hinsetzen. Sicher ist sicher. Wir haben ja eh jede Menge Arbeitslosigkeit. Also, passt schon. So. Dann kann ich auch das Papyrus machen und verkaufen. Gibt noch mehr Geld. Kupfer behalten wir. Das verkaufe ich nicht. Oder können wir das auch hier ran machen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Da kannst du wirklich nur Steinbrüche dran machen. Hier kannst du halt nur... Hier könnte man noch was reinmachen, ne? Aber halt nicht viel. 3 Stück, wie man sieht. So. Ede mit seinem Architekten- und Feuerwehr-Tick hier. Kopfmine, okay. Abgeschlossen, noch nicht ganz, ne? Niemand da, um die Waren anzunehmen. Mir soll's recht sein. Da ist doch, ich kann hier eine Pause brauchen. Ach, ist nur halb voll. Ja. Alles klar, hab nichts gesagt. So, komm her. Hier nochmal Kupfer. Nichts annehmen. Und zwar Kupfer. Alles annehmen. Bitteschön. So, guck, der will wieder Kupfer haben. Und jetzt kommen sie alle angerast, ne? Überall. Dann können wir mal gucken, schön, wie sich das Ganze hier füllt. Wird ihre Stadt in einem Jahr erreichen. Okay. Der ist auch wieder. Was sagen die denn hier? Wertung 56 von 80. Also siehst du, schon wieder Kupfer. Geht eigentlich relativ schnell. Der will immer nur Kupfer haben. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Dankeschön. Fest wird vorbereitet. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt noch 3 Kupferminen. Das müsste eigentlich relativ gut gehen jetzt. Ich glaube, das wird eine kürzere Folge. Einfach, weil wir schon fertig sind dann, ne? 24 Monate, die sehen aber gut aus. Die sind alle relativ voll. Ja, mal gucken. So, 16, 16, 12, 16, 12, 16. Die sind auch schon ein bisschen hier trainiert. Sind keine grünen Schnäbel mehr. Passt also. So. Das heißt, 3200 und 1600, also 4800. Könnten eigentlich dann mal, wenn wir hier hingehen, Wertung, Handel. Wo ist Kupfer? Hier. Exportieren über, sagen wir mal, 2000. So, alles über 2000 können wir exportieren. Der Rest bleibt bei uns. Dann passt es. Die sind noch am... Der Feind. Guck mal, jetzt sind es auch schon mehr bei ihnen. Aber Sieg. So muss das sein.
Sehr gut. Zack, zack, zack. Alles weg hier. Wir brauchen wieder neue Waffen, oder wie? Ah, ne, er hat das gekauft da, ne? Sieht gut aus. Gefällt mir. Ich hätte es halt gern hier. Das sind halt die Mauern, die ich meinte, die es auch bei Caesar 3 gibt. Wo man dann hier Leute draufstellen kann mit dem Turm und so, ne? Die hätte ich halt gern wieder, um selber zu kämpfen. Das fand ich immer cool. In einem Monat schon wieder. Ja, wir 1400 haben. Puh. Wie weit sind wir? Ey, es kommt nur Kampf, Kampf. Echt gut, dass wir die direkt ausgebildet haben. 66 von 80, also siehst du? Geht relativ schnell, ne? Machen wir mal Garten rein. Garten rein, da freuen die sich. Vielleicht noch ein bisschen Plaza. So. Und so. Sehr gut. Passt. Mehr brauchen wir nicht. Strauße werden gejagt wie blöde hier. Für Fleisch. Aha, jetzt will er Schmuck haben. Der gute Schmuck. Königreichwertung steigt. Ja, das ist super. So, dann kriegen die hier mal Feste. Ach, guck mal hier, voll. Nice. So muss das sein. Das gefällt mir richtig gut. Ja, können wir sonst irgendwas hier machen? Nicht wirklich, ne? Dankeschön. Schmuck wieder aufgefüllt. Also man sieht, es ist hier sehr, sehr wichtig, immer die Götter bei Laune zu halten. Zack, zack. Sonst hat man ein Problem. Die können einem ganz schnell die ganzen Waren kaputt machen oder sonst was. Oder die Königreichwertung auf Null setzen, dann hat man auch ein Problem. Nicht, dass der Pharao kommt, ne, und einen absetzen will. Das wäre auch nicht gut. Feindliche Armee dringt ein. Okay. Machen wir noch schnell ein Fest. Für Reh hier. Liefern. Ich komme nicht mal dazu, ein Fest zu machen, ey. Ah. So, der Schrein des Reh. Hauen wir hier mal hin. Überall. Der ist wichtig. Ha! Geschafft. Siehst du, so schnell geht das. Das war echt mal eine easy Mission. Die andere, wo wir die kleine Stufenpyramide und die große bauen mussten, die haben wir im Stream auf Twitch gemacht. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Einfach nach ede-rac suchen. Ja. Und dann schauen wir mal. So, was haben wir hier? Wir haben Süddaschur. Da müssen wir eine mittlere Knickpyramide bauen. 3.500 Bevölkerung. 50 Wertung, 25, 13. Zurück. Buhen. 3000. Kultur, Wohlstand, Königreich, Monument. Königreich 75 geht aber. Monumentwertung 9. Ein kleiner Obelisk. Okay, das ist neu. Aber jetzt kann ich dir schon verraten, Buhen machen wir im Stream. Das heißt, wir werden hier Süddaschur nehmen. Die Knickpyramide des Snofru. Dementsprechend haben wir im nächsten Video wieder was zu tun mit Pyramiden. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.